Also, erstmal herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es ist, glaube ich, unser fünftes Video, es war unser sechstes. Scheiße, weil ich das nicht weiß. Ja, und wir dachten uns, wir wollen das Thema ansprechen, dass man halt in der Beziehung sich nicht nur gegenseitig vertrauen muss, sondern auch sich gegenseitig was zeigen muss, sozusagen. Und sich auch eingestehen muss, dass der andere was vielleicht nicht kann. Ich kann alles, aber... Wir werden sehen. Ja, ich habe zum Beispiel so viel sehr unordentlich, also ich bin jetzt kein Messi, aber ich ist schon ein bisschen schwierig mit mir und Ina muss mir echt viel mal hinterherräumen. Aber dafür... Mutti Ina regelt das. Aber dafür kannst du zum Beispiel nicht gut planen und ich plane mein Leben gern. Nicht gut, aber gern. Und deswegen hat mir gedacht, dass wir euch heute so ein Video machen, wo wir... beide was können, was der andere nicht kann und der andere muss es lernen oder ja, der andere kriegt es gezeigt. Und ich glaube, ich sehe richtig scheiße am Ende aus. Und zwar haben wir diese wundervollen Kaugummis, die erste Challenge heute. Und zwar, was kann man mit Kaugummis machen? Blasen. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Es sind sehr kleine Kaugummis, deswegen, oh scheiße. Nehmen wir jetzt einfach mal zwei. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mach kann. Probier mal jetzt. So. Dann nehme ich mal noch einen Kaugummi. Nachdem ich jetzt meinen Kaugummi eingekaut habe und keine Kaugummi blasen kann, so wie ich auch. Ich kannte auch nicht mit dir. Vor lange. Scheiße. Kein Fahrrad fahren konnte. Also jetzt vor lange, ja, aber es war schon gut lange. Kann ich auch nach wie vor keine Kaugummi blasen. Das zählt, oder? Vanessa will mir das jetzt zeigen, aber es bringt mir nichts, wenn es zählt, wenn es ploppt und es halt geht. Ey, ich glaube, das wird doch abführend, oder? Er steht wirklich drauf, es wird abführend. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Kaugummis, du Opfer. Alles klar. Also, mit den Kaugummis kann man nicht so große Blasen machen, also eigentlich fast gar nicht, aber wir versuchen es trotzdem. Also, ich kann gar nicht erklären. Also, du musst das Kaugummi über deine Zunge machen. Also, und dann pustest du. Und dann pustest du einfach nur. Wie also, das? Du machst das Kaugummi um deine Zunge und dann pustest du. Wie soll ich denn? Und dann pustest du. Pustest du. Ich dachte, es fliegt jetzt in mein Gesicht. Aufpassen, dass keine Löcher in der Zunge ist. Also, um den Kaugummi. Keine Löcher in der Zunge. Irgendwie normal. Nein, echt schlechte Kaugummi. Na, ich würde sagen, wer? 22, ich kann keine Kaugummi blasen. Scheiße. Vanessa ist raus. Challenge Nummer 2. Die Vanessa kann keinen Lidstrich. Brauche ich auch nicht, weil ich eine Schönheit bin und das nicht brauche. Ja, wie gesagt, Vanessa kann keinen Lidstrich und ich kann das ganz gut, aber... Naja, ich weiß ja nicht, seit 6 Jahren oder so. Ja, eigentlich. Ich bin rausgekommen und konnte dann zum Lidstrich. Ja, ein total super Spiegel, der ist riesengroß. So, also pass auf. Heute wird mein das Tag. Das nimmst du? Das ist ein Eyeliner. Ohne Marke. Ein bisschen so ordentlich. Ja, nicht so viel drauf machen, okay? Ja. So, willst du das Auge oder das? Das. Ja, fängst du an, hier vor, also die muss, ja, die Wimpern ist ja total, die Wimpern geputzt sind, aber egal. So, hier fängst du an, das erste Mal. Klar! Also erstmal ein Dreieck über das ganze Auge. Ja. Und jetzt einfach nur noch ausmalen, richtig? Malen nach Zahlen. Ja. Besser. Findet ihr besser, wenn es mit Lidstrich ist? Nicht anfassen, ist noch nass. Oder ohne. Ohne. Sagt mal, schreibt mal in die Kommentare, was ihr besser findet. Würde mich mal interessieren. Ja, so ist super. Und jetzt einfach den Strich. Sag mal. Mach weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war es wohl jetzt nicht. Ich zeige euch das mal jetzt mal mein Endergebnis. Und wie findest du es fürs erste Mal? Weil der Strich stimmt, oder? Ja. Scheiße. Ah, ne. Oder? Sieht besser aus als das.
Wir gehen dann heute einfach nicht weg, okay? Go, go, go. Ey, bist du bescheuert? Das sieht wirklich was. Das sieht wirklich gut aus. Komm, ich probier mal auszubessern, ob es geht. Ich weiß es nicht. Ich hab gemerkt, dass das nicht an der richtigen Stelle krass war und dass du abgerutscht bist. Ich hab mal schon. Ich seh kacke aus. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was hast du denn da gemacht? Bitte, das ist so nein. Ja. Was wir damit euch ja zeigen wollten, ist, dass ich nur einen Lidstrich habe. Es ist wichtig, ist, den Leuten, der am Rand bei der Beziehung was zu zeigen. Danke nochmal. Das ist das Endergebnis. Ich kann Kaugummi blasen nach wie vor nicht. Also zeig es am besten nicht. Es bringt eh nichts. Nein, Spaß. Nein. Aber es hatte Spaß gemacht. Ja, es war witzig. Und also ja, wie gesagt, auf unserem Instagram-Channel haben wir ja schon gesagt, jeden Sonntag kommt jetzt ein neues Video von uns. Und wenn ihr Ideen habt oder so, könnt ihr die gerne unten kommentieren. Besser nichts mit Schminken oder praktischen Sachen. Ja, ihr seht, beide nicht es so wird veranlagt. Nichts. Kurz, ich bedanke mich, ich krieg einen emotionalen. Ja, wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb. Und ich blende euch unten nochmal unseren Channel ein. Hier. Ich liebe dich. Ich you auch. Ich dich mehr. Grüße. Bis zum nächsten Mal.